Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserunterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kümmern wir uns um den WT-WT-WT-Fox. WT-WT-WT-Fox. Warum erinnert mich dieses Fahrzeug an diese bescheuerte Werbung mit diesem Verifox? Ich verstehe es nicht. Aber der Tonfall ist genau der gleiche. Das macht der WT-Fox. WT-WT-WT-Fox. Okay, gut, lassen wir das jetzt. Also, es geht um Gottes Willen. Entschuldigung. Jetzt wieder seriös. Also, heute geht es um den Fox, den kleinen, vierrädrigen Fuchs. Bei den Briten. Battle Rating 7.0, bewaffnet mit einer 30mm L21A1 und ist eine absolute Rennsemmel. Er ist zwar mit 99 Stundenkilometern vorwärts angegeben, aber er fühlt sich deutlich schneller an. Und das Getriebe schafft auch 99 Stundenkilometer rückwärts. Das ist quasi deutlich mehr als Mopsgeschwindigkeit. und insofern, ja, hört man auch hier gerne mal Captain Picard sagen, Energie, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Also das Ding hört sich auch an, ihr werdet es gleich in den Runden, die ich euch mitgebracht habe, sehen. Wie ein Formel-1-Fahrzeug, hätte ich schon fast gesagt, aus den guten alten Zeiten. Aber dieses Ding, ist halt eine absolute Rennsemmel. Und das Teil kann auch was. Die 30mm L21A1 mit ihrer APDS hat 101 mm Durchschlag auf 100 Meter bei 0 Grad Aufschlagswinkel und hackt ganz schön durch Gegner durch. Also man braucht zwar teilweise ein paar mehr Schüsse, es kommt halt eben auf den Panzer an. Bei schweren Fahrzeugen ist es ein bisschen, sage ich mal, anstrengender, ja, bei so einem Tiger 2 oder auch bei russischen Fahrzeugen, IS-2 etc., je nachdem, wie ihr darauf trefft, oder auch bei Fahrzeugen wie einem IS-6 oder so. Also die könnt ihr schon alle von der Seite durchschlagen. Es dauert natürlich ein bisschen, weil die Kadenz relativ gering ist. Ja, die ist ganz schön low. 80 Schuss pro Minute ist jetzt halt auch nicht der absolute Knaller. Und ihr könnt die Kadenz auch nicht erhöhen. Dafür könnt ihr sie aber auch nicht verringern. Die L21A1 30mm, die kennt ihr schon, wenn ihr nämlich schon ein bisschen weiter seid bei den Briten, nämlich vom Warrior. Der hat sie auch. Hier seht ihr es, und er hat auch genau die gleiche Munition, nicht Individualisierung. Ich möchte bitte gerne auf die Modifikationen. Ihr seht, sie hat genau die gleiche Munition, auch mit 101 mm Durchschlag auf 100 Meter. Beim Warrior ist mir diese Munition aber bei weitem noch nicht so stark aufgefallen, wie es beim Fox der Fall ist. Übrigens, diese Munition auch schon auf der Falcon, obwohl die Falcon eine andere 30mm hat. Die hat die HSS 831L, aber im entsprechenden APHE-1-Gurt ist diese APDS auch mit drin, denn die Munition hat auch 101mm Durchschlag. Und ihr seht es hier, das zweite Geschoss in diesem Gurt ist die APDS und das Teil tut halt eben auch richtig, richtig weh. Das heißt also, wir haben diese Munition auch schon in einem Bereich von 8,3 und auch da kann sie entsprechend auch mithalten. Kommt natürlich alles ein bisschen auf die Kadenz an. Und aufgrund dieser Munition glaube ich auch nicht, dass der Fox auf 7.0 bleiben wird. Ich denke, wir werden den in Zukunft irgendwann Minimum auf 7.3 sehen. Vielleicht geht er sogar auf 7.7 hoch, weil auch alle Runden, die ich gespielt habe, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich halt auch mal zwischendurch ein bisschen Pech hatte. Deswegen habe ich jetzt auch keine nackte Wahrheit draus gemacht, also kein Live-Gameplay, sondern habe euch jetzt zwei Replays mitgebracht. Sind alle gleich gelaufen. Ich hatte schon im Vorfeld gehört, dass der Fox relativ gut sein soll und war aber nicht so wirklich davon überzeugt, weil die L21A1, bedingt durch ihre schwache Kadenz, ist sie halt auch echt träge. Aber das Ding macht halt einfach unwahrscheinlich viele Meter in kürzester Zeit. Ihr könnt damit spotten und sobald ihr im Rücken oder eben auch in der Flanke der Gegner steht, könnt ihr auch wirklich, wirklich mit der 30mm entsprechend was anstellen. Und da sind die Gegner halt eben wirklich, wirklich lang zu machen mit dem Ding. Auch wenn die Kadenz wirklich schlecht ist, seht ihr auch gleich. Ich habe euch zwei Runden mitgebracht und in die gehen wir jetzt mal rein. So, die erste Runde ist auf Schlacht im Hürtgenwald und das ist so eine Karte, die ist prädestiniert für den Fox, sage ich euch so, wie es ist, weil ihr hier nämlich eben schöne Flankenmanöver fahren könnt. Und
wenn ihr dann hier auch fahren könntet, nicht so wie ich, dann kommt ihr hier auch relativ schnell durch. Wir haben uns hier fast den Reifen kaputt gefahren. Aber sei es drum, hier kommen wir jetzt entsprechend weiter. Wir schauen kurz aufs Matchmaking. Wir haben Deutsche, Briten, Japaner und Franzosen gegen Amerikaner, Russen und Italiener. Wir stehen auch relativ gut da im Matchmaking. Allerdings muss man hier auch sagen, Matchmaking ist eigentlich schon fast egal. Denn ich sag's auch immer wieder, bin ich Top-Tier eingestuft, laufen die Runden viel, viel schlechter, als wenn ich Low-Tier für mich eingestuft bin. Also, ich werde darüber auch nochmal ein extra Video machen in Ribbons Ramblings und werde darüber sprechen, über die Vorteile, die ich sehe, wenn man Low-Tier gematcht ist, aber das nur als kurzer Spoiler. Mal gucken, wann ich das Video dazu bringe. So, ich habe jetzt hier unten erstmal angehalten, weil ich gucken wollte, ob da vorne, wie ihr da sehen könnt, habe ich über die Ridgeline drüber geguckt aus der Third Person, ob hier Gegner rüberfahren. Ich hatte jetzt auch gerade schon gesehen, dass C hier entsprechend gecapped wird. Und habe mir hier erstmal einen Überblick verschafft. Das ist auch eine der ersten Runden mit dem Fox gewesen. Schau jetzt hier. Übrigens auch ein sehr, sehr großer Vorteil des Fox. Da kommt nämlich schon einer. Ihr habt 14 Grad Gun Depression. Gleich mal Abschuss Nummer 1, rein in die Munition, die ist detoniert, Fahrzeug raus. Also 14 Grad Gun Depression, das hilft euch natürlich ungemein, um an Hinterhangstellungen entsprechend stehen zu können. Um da auch gut so tief wie möglich stehen zu können, weil euch eben die Gun diese unwahrscheinlich gute Gun Depression halt eben liefert und ihr damit sehr, sehr gut über die Ridgelines beziehungsweise über die Hänge rüber zielen könnt, ohne dass ihr zu viel von euch zeigt. Ihr habt natürlich kaum Panzerung, brauchen wir nicht drüber zu reden. Also alles, was euch trifft, beschädigt euch auch. Auch wenn es großkalibrige Maschinengewehre sind, die durchschlagen euch auch. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ihr lebt also hier tatsächlich von eurem Positionsspiel. Ihr lebt von der Geschwindigkeit und zum Teil auch von der Kanone. Und hier seht ihr jetzt halt eben auch, wie diese Kanone hier agieren kann. Ne? Wir haben den T-34 hier durch die Seite in den Turm reingeschossen, sind jetzt hier beschossen worden. Der Gegner steht hier, hat gut an uns vorbeigeschossen, es war eine M109. Das war lucky und wenn ihr euch auch mal, ich hatte es eben gerade gesagt, also wenn ihr euch auch mal den Motor anhört, das Teil klingt, als wäre da ein Formel-1-Motor drin. Ihr habt im Clip 3 Schuss, dann müsst ihr nachladen. Das Nachladen ist auch relativ schnell gemacht. Wir haben hier jetzt schon einen Abschuss selber und eine Abschusshilfe. Und dadurch, dass der Fox natürlich auch noch spotten kann, könnt ihr immer schön Punkte sammeln, egal was ist. Auch hier werde ich nochmal ein extra Video machen zum Thema Leitfahren. Das habe ich schon aufgezeichnet. Das werde ich dann auch demnächst noch bringen, weil ihr wisst ja, ich bin ein unwahrscheinlicher Fan der leichten Fahrzeuge beziehungsweise der Spotting-Funktion, auch wenn sie entsprechend nicht so wirklich profitabel im Spiel ist. So, ihr seht hier auch, die APDS hier macht unwahrscheinlich viel Schaden. Ich würde mir wünschen, dass andere APDS-Versionen auch so funktionieren. Also es ist auch ein bisschen komisch, dass die 30 mm hier so viel Schaden macht. Vor allen Dingen, weil sie eigentlich auch, habe ich mir sagen lassen, vom Projektil her auch kleiner ist als zum Beispiel die APFSDS von einem Puma. Auf der, hier auf seiner 30 mm hier vom Fox. Also, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so korrekt ist, wie es eigentlich sein sollte. Ich meine, ich freue mich darüber, aber ich befürchte, dass wenn das so bleibt, dass der Fox tatsächlich dann nicht mehr lange auf Battle Rating 7.0 bleiben wird, sondern zwangsläufig dann hochgeht. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Leute mit dem Fox spielen. So, jetzt haben wir zwei Punkte eingenommen. Kurz vor C sind wir und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Entfernung bzw. den Abstand zwischen mir und den Gegnern ein bisschen zu verringern und meinem Team noch ein bisschen früher Licht zu machen, als ohnehin schon, indem ich ein bisschen in Richtung feindlichen Spawn fahre.
beziehungsweise dahin fahre, wo ich den Spawn-Ausgang sehen kann, um dann auch die Gegner entsprechend spotten zu können. Und natürlich auch bekämpfen zu können. Da vorne, ihr habt vielleicht gerade eben den Motorrauch gesehen, steht ein Walker Bulldog, der uns nicht gehört hat, obwohl dieser Motor von dem Fox extrem laut ist. Also, der ist ja sowas von übel laut. Da habe ich mich schon echt gewundert, wie in so einem kleinen Fahrzeug so ein lauter Motor drin sein kann. So, hier hinter dem Bunker habt ihr natürlich eine schöne Position, um aus der Third Person raus hier oben diese Anfahrt, also hier die Anfahrt auf der E-Linie quasi beobachten zu können, ohne da selber auch gleich gesehen zu werden. Was mir hier tatsächlich nicht ganz so gefällt, aber das ist wieder so Standard, ne? Das ist halt eben, dass die Radfahrzeuge oder auch dieses Radfahrzeug hier so unwahrscheinlich viel Manövrierung braucht, bis man wirklich da richtig in die Position reingekommen ist, in die man rein möchte. Also da lobe ich mir wieder den Vorteil vom AMX 10 RC, der ja auch ein Planetengetriebe hat, sprich also das Ding kann sich ja auf der Stelle drehen. Hier haben wir jetzt Abschluss Nummer 4 gemacht, 1400 Punkte schon. Und, entschuldigt fürs Räuspern, man muss hier tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal so, in Vorleistung gehen, wieder in Vordenke gehen, wie will ich eigentlich wohin fahren, weil ihr kurbelt euch sonst beim Manövrieren kaputt. Das ist ein bisschen nervig, aber man kommt damit klar, wenn man halt ein bisschen vorausschauend fährt. So, jetzt sieht es eigentlich für uns gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben zwei Kartenpunkte eingenommen, zwei Cap-Punkte. Jetzt verlieren wir B gerade. Und irgendwo hier steht noch eine Flak, die wir gerade nicht sehen können. Sie ist zwar gespottet, aber wir können sie nicht sehen. Und unsere Artillerie hat leider keinen Schaden an der Flak gemacht. So, jetzt ist hier noch ein Heavy bei C, den können wir nicht sehen. Jetzt kommt da vorne noch ein Sherman raus. Motor kaputt, er ist weitergerutscht. Er hat natürlich jetzt mitbekommen, von wo der Schuss kommt. So, da fährt jetzt noch was von. Ich muss mal gucken, was fährt denn da eigentlich noch? Ja, ein T26E5. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt richtig getroffen haben oder nicht. Ich glaube nicht. Ja, auch hier leider nicht vernünftig getroffen. Und der Sherman steht da immer noch. Ich höre jetzt hier links von uns was und hier seht ihr schon, da kommt eine Su-100 P. Der macht es eigentlich ganz clever, aber er ist halt einfach auch zu laut. So, und jetzt habe ich natürlich hier auf seinen Munitionskasten gezielt, der auch gleich noch detoniert ist. Wir haben jetzt leider A und B verloren. Und da kommt der Sherman weiter. Den konnten wir jetzt erstmal schön durch die Wanne schießen. Ich versuche jetzt hier seinen gesamten Turm hier auseinanderzunehmen. Konnte ihn zwar hier jetzt noch nicht rausnehmen, aber ich habe ihm jetzt so viel eingeschenkt, dass er zumindest erstmal Probleme bekommt. Aber hier seht ihr es, da vorne steht ein 40-70. Der hat hier einfach zum Teil blind reingehalten, weil er natürlich einen Baum umgeschossen hat, der uns ein bisschen Deckung gegeben hat, aber das hat halt leider nichts gebracht. Wir haben jetzt auch noch C verloren und ihr seht es, wir sind hier schon extrem runtergekämpft. Aber Gutscheine haben wir auch noch dabei und jetzt gucken wir einfach, was wir hier noch rausholen können. Also an der Stelle ist die Runde jetzt auch schon verloren. Konnten wir leider nicht mehr viel draus machen. Und es ist natürlich an der Stelle auch so ein bisschen ein Test gewesen, denn ihr wisst ja, wenn ich euch die Fahrzeuge vorstelle, dann gucke ich auch immer,
dass ja, ich Dinge ausprobiere für euch, wie die funktionieren. Und da das hier eine der ersten Runden gewesen ist, die ich mit dem Fox gespielt habe, habe ich da natürlich geguckt, wie gut funktioniert er in der Flanke, wie gut funktioniert er von der Seite. So, hier vorne kommt ein T26E5. Das wird jetzt gleich so ein Beispiel für schon einen schwereren Panzer, was ich vorhin angesprochen hatte mit der 30mm. Da fährt er. Er steht jetzt auch schon quer zu uns. Ja, so richtig getroffen habe ich ihn nicht. Aber er uns auch nicht. Und hier seht ihr auch, wie ja, schlecht auch die Kadenz, das seht ihr die ganze Runde schon, von der 30mm ist. Wir haben tatsächlich sein Kanonenrohr rot geschossen. Jetzt ist sein Getriebe raus. Er steht jetzt erstmal. Und er steht auch noch dankenswerterweise so quer, dass wir ihn weiter beschießen können. Jetzt brennt er wieder. Und hier seht ihr auch, wo die ganzen Granaten immer einschlagen. Ich weiß jetzt gerade leider auch nicht, warum das Fadenkreuz so zuckelt. Aber hier seht ihr jetzt auch, ne, die Schüsse in die Seite, die sind hier wirklich mit der APDS tödlich. Ja, bei einem russischen schweren Panzer hätte es wahrscheinlich jetzt noch deutlich länger gedauert, als das jetzt hier bei dem T26E5 der Fall gewesen ist. Aber trotzdem, ihr seht schon mal, was hier so passiert. So, was mit ihm hier los ist, weiß ich nicht. Er muss AFK sein. Das ist der 4070, der uns hier gerade rausgeschossen hat. Den muss ich jetzt ein bisschen kaputt pieken, weil ich an seine Wanne nicht richtig rangekommen bin. Aber sei es drum, den geschenkten Abschuss nehmen wir mit. Der muss, entweder muss er abgestürzt sein und war noch nicht aus der Runde raus, oder er ist AFK gewesen. So, jetzt wurde ich hier beschossen, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hier hinten runterzufahren. Und einfach jetzt nicht mehr so viel riskieren. Bringt eh nichts. Die Runde ist sowieso vorbei. Wir haben zwar jetzt noch A eingenommen, aber ihr seht oben schon am Ticket-Counter, da ist nichts mehr. Aber wir sind mit 2648 Punkten schon relativ weit vorne, beziehungsweise sehr weit vorne auf Platz 1 mit ordentlichem Abstand. Und jetzt schauen wir mal, ob wir eventuell hier noch jemanden abkriegen. Ja, hier sieht man es. Irgendwo hier kam ein Schuss her. Da steht er, den habe ich hier jetzt noch nicht gesehen im ersten Moment. Ihr seht, ich habe auch gerade eben konsequent an ihm vorbeigeguckt. Ja, manchmal sieht man halt die Sachen in der Runde direkt nicht, sondern erst später. Jetzt habe ich den Schuss wieder gesehen. Hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich ihn noch kriege. Aber das ist der Sherman, den wir vorhin schon beschossen hatten. So, ein Schuss. Raus ist er. Er hatte nur noch zwei Besatzungsmitglieder. Und damit ist die erste Runde durch. 8 Abschüsse, 2828 Punkte. Eine Abschusshilfe. Einmal sind wir selber draufgegangen. Wir gehen gleich in Runde 2. So, die zweite Runde ist Osteuropa. Und nein, die Replay-Datei hier läuft nicht schneller. Ihr seht es hier einfach. Und das Ding rast hier los. Ich habe mich hier dazu entschieden, auch wieder den Weg über die Flanke zu nehmen. Und bin dann hier also die B-Linie hochgefahren, um dann die Gegner ja, von der Seite wieder beschießen zu können und sie vor allen Dingen auch spotten zu können. Hier werden wir jetzt nicht ganz so viele Abschüsse sehen wie in der Runde davor. Hier sind es ein paar mehr Abschusshilfen über Spotting, aber hier ist ein Schuss dabei. Hier, der ist sowas von absurd, da habe ich mir gedacht, was ist eigentlich mit dem Spiel los? Aber keine Ahnung, ihr wisst ja selber, wie es ist. Manchmal ist es so, kommen wir noch dazu. Kleiner Spoiler. So, wir stehen jetzt hier oben. Und grundsätzlich ist auch der Fox, auch wenn die APDS gut funktioniert, ist der Fox tatsächlich ja für Stadtkarten jetzt nicht so geeignet. Muss ich hier ganz ehrlich sagen. Weil Stadt bedeutet natürlich immer Close Quarters, je nachdem auch wie ihr fahrt. Und das heißt natürlich auch, dass
ihr hier deutlich dichter an die Gegner ran müsst. Und die 30mm, die ist zwar mit ihrer APDS schon auch ganz gut, aber im Nahkampf ist das Ganze wieder eine andere Kiste. Die Kadenz ist halt eben einfach zu schlecht, dass ihr da im Nahkampf irgendwie den Gegner entsprechend so ärgern könnt, dass es wirklich, ja, so eklatant Schaden macht, dass ihr im Nahkampf da immer bestehen könnt. Ja, also das muss man halt eben auch wissen. So, hier seht ihr jetzt der IS-2, der da steht. Ja, wir haben jetzt seinen Kühler, sein Getriebe rot geschossen. Er hat zwar gecheckt, wo der Schuss herkommt, aber hat sich dann hier wieder zurückgezogen, beziehungsweise er steht da noch. Und ich glaube, entsprechende Situation wird jetzt gleich kommen, die ich meinte. Weil der IS, genau, da steht der Panther, jetzt achtet mal drauf. Habt ihr es gesehen? Ich habe dem Panther so von schräg vorne in die Seite reingeschossen. Die Munition vom Panther ist detoniert und der IS-2 ist mit draufgegangen. Also die Detonation vom Jagdpanther hat den IS-2 mit weggerissen. Das habe ich so tatsächlich bisher nicht erlebt. Klar, wenn ein offenes Fahrzeug oder ein leichtes Fahrzeug neben so einem detonierenden Panzer steht. Wir haben hier übrigens gerade eine Bombe überlebt, die uns eigentlich hätte zerreißen müssen, aber nein. Sie hat uns nur den Reifen gezogen. Also wenn ich so eine Detonation erlebe, dann erlebe ich das eigentlich immer nur, wenn ein leicht gepanzertes Fahrzeug neben so einem Panzer wie jetzt einem Jagdpanther steht und dann mit in die Luft fliegt. Oder halt irgendwas anderes, was offenes. Also es ist irgendwie komisch gewesen. Ich meine, ich habe mich natürlich gefreut, aber hier seht ihr auch, also es war schon ein bisschen absurd. So, hier vorne steht jetzt eine Flak. Ich wollte hier eigentlich über den Stein hier schießen. Beziehungsweise über die Straße. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Und er sprayt jetzt hier rum. Er kriegt jetzt Artillerie von mir. Er selber bewegt sich. Ich versuche ihn hier noch weiterhin im Auge zu behalten, weil er jetzt über die Brücke drüber fährt. Da hinten steht noch ein Panther, den haben wir jetzt noch gespottet. Ich schaue mal eben gerade. Also wir haben noch keine Abschusshilfen durch Spotting bekommen. So, jetzt schauen wir mal. Kriegen wir ihn hier noch? Jawohl, so sieht's aus. Er tut uns natürlich den Gefallen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr richtig. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hier einmal zu nebeln und zurückzufahren, weil gegen die Dinger will ich hier nicht antreten. Gegen seine Maschinenkanonen, die zerreißen uns sofort. Wir hatten hier ein bisschen Glück, dass sie keinen Schaden angerichtet haben, als er uns von unten beschossen hat, sondern uns quasi eigentlich nur das Dach und unsere Winkelspiegel bisschen beschädigt hat. Und ihr seht, hier steht er noch. Mal gucken, sehen wir ihn hier noch? Ja, genau, die M5359. Also ich versuche hier jetzt so weit wie möglich außen rum zu fahren, in der Hoffnung, dass er uns nicht mitbekommt. Wobei, den Fox nicht mitzubekommen, ist eigentlich fast schon unmöglich, so laut wie der Motor ist. So, mal gucken, wo er jetzt steht. Aus der Third Person sehe ich ihn leider gerade nicht. Ich will mich aber auch hier nicht zu weit nach vorne wagen, weil ich halt eben genau nicht weiß, wo er ist. Aber ein bisschen was riskieren müssen wir, weil sonst kriegen wir ihn da nicht raus und hier hinten nutzen wir unserem Team nichts. Deswegen mal weiterschauen, ob wir hier noch was sehen. Sieht aber aktuell jetzt nicht so aus. Aber da vorne kommt er. Vorne rechts. Habt ihr ihn vielleicht gerade aus dem Augenwinkel gesehen? Hier. Er achtet aber auch nicht darauf, dass wir hier hinten stehen könnten. Jetzt aber. Jetzt haben wir eben wieder den Richtschützen rausgenommen und die restliche Besatzung. Abschuss Nummer 3. Mittlerweile haben wir auch zwei Abschusshilfen. Und zwar sind das einmal mit beschossenem Gegner und einmal mit aufgeklärtem Gegner Abschusshilfe. 1416 Punkte.
Und ich denke, wir helfen unserem Team hier schon ganz gut, indem wir halt eben hier oben stehen und die Gegner halt schon in der Anfahrt nerven. So, hier kommt natürlich, hier kommt eine ZSU, das ist ein dankbares Ziel. Die nehmen wir gleich mit raus. Da vorne ist noch ein Jagdpanther. Ich habe da hinten Artillerie draufgelegt. Panther A. Ich habe nur seinen Motor gesehen, aber habe nicht richtig gesehen, wo er steht. Hier steht er. Jetzt ist er raus. So, und hier könnt ihr jetzt mal gerade sehen, also der Jagdpanther ist von uns noch gespottet. Beziehungsweise gespottet gewesen. Er ist jetzt auch raus. Abschusshilfe Nummer 3. Ja, war auch durch Beschädigung und nicht durch Gespotte. So, T-44-100 hier unten ist gespottet. Hier ist 2, Panther F. Auch gespottet. Allerdings auch nicht von uns. Jetzt schauen wir mal weiter hier. Da steht er immer noch. Da vorne ist wieder ein Panther F. Der T-44-100 immer noch da. Gucken, was der Panther F macht. Noch ein Panther G. Also es wird jetzt langsam wieder ein bisschen voller hier. So, den können wir jetzt hier auch noch schön einen in die Seite reindrücken. Zack, 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 raus. Auch hier nächste Abschusshilfe. Wir sind schon bei 6 Abschusshilfen. 3 durch Beschuss, 3 durch Aufklärung. Die IS-2, der hier steht. Ja, da haben wir natürlich ein paar Probleme durchzukommen. Aber die Gegner schon ein bisschen nerven, das reicht meistens schon. So, T-44-100. Der verschossen hat, mit dem will ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht anlegen. Also, was machen wir? Natürlich, wir nebeln. Fahren natürlich wieder gegen Baum, ist klar. Und mittlerweile die nächste Abschusshilfe gesammelt. Wir sind schon bei 7 Abschusshilfen. 4 durch Beschuss, 3 durch Spotten. Also es gibt natürlich auch ordentlich Punkte. 4 Gegner haben wir selber schon rausgenommen. Jetzt fahren wir hier nochmal ein bisschen weiter außenrum, weil der T-44-100, der tut uns schon auch richtig ordentlich weh. Und da muss man sich halt eben auch dann dazu entscheiden, auch dann einfach mal zu sagen, okay, ich lasse das jetzt, ich löse mich jetzt vom Gegner. Und fahren halt eben entsprechend neu an. So, die Runde ist jetzt hier vorbei. Am Ende sind es 2591 Punkte, 7 Abschusshilfen, wie gesagt, 4 durch Beschuss, 3 durch Aufklärung, 4 Gegner haben wir selber rausgenommen. Und ich denke, anhand dieser 2 Runden habt ihr schon ganz gut sehen können, was der Fox im Spiel imstande ist zu leisten. Also er ist eine ordentliche Rennsemmel, er ist laut ohne Ende. Die Kanone funktioniert auf 7.0 mit der Munition tatsächlich unfassbar gut. Also ich muss tatsächlich gestehen, dass mir der Fox momentan richtig viel Spaß macht. Und ja, er kann sich so ein bisschen auch schon zumindest aus dem Update raus schon als einer meiner Lieblingspanzer aus dem Update irgendwie schon etablieren, wenn das jetzt so in nächster Zeit so weitergeht. Das hat schon wirklich Hand und Fuß, was das Ding hier in die Runden mit reinbringen kann, wenn man natürlich auch weiß, was man damit macht. Also wie gesagt, ihr könnt mit dem Ding nicht einfach in die Gegnerhorden reinrommeln und alles wegpusten, wie jetzt zum Beispiel mit einem 2S38, aber das kann man ja auch nur sehr schwer vergleichen, aber ihr wisst, was ich meine. Insofern
Ja, muss man da noch mal ein bisschen gucken. Ich fürchte, wie gesagt, dass der Fox nicht lange auf 7-0 bleiben wird. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass er irgendwann im BR angehoben wird, aber das müssen wir halt mal entsprechend abwarten. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr vom Fox haltet. Vielleicht hat ja auch schon der ein oder andere von euch das Teil. Dann könnt ihr auch mal eure Erfahrungen damit teilen. Ansonsten gerne auch mal reinschreiben, was ihr jetzt hier anhand dessen, was ihr im Video gesehen habt, vom Fox haltet. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann auch gerne den Abo-Button durchdrücken. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.